So, okay, Yuki. Du machst die Donnerattacke auf Gradus und... ich möchte dich am liebsten jetzt... Ich mach Eisstrahl auf Melotik. Ich hoffe, das reicht aus für mehr von der Stärke, weil es kein geteiltes. Nein, natürlich nicht. Komm schon. Nein, Yuki! Nein, sind Yuki zerfetzt. War klar. Yuki kriegt jetzt alles ab und er starrt sogar zu Eis. Ich könnte. Du machst Brüller auf, Yuki, oder was? Cool. Ein eingefrorenes Yuki wird zurückgerufen und Cloud wird ausgewählt. In dem Vorteil, in dem Punkt nutze ich jetzt halt das mal aus. Leck mir die Füße. Ich glaube, ich drehe echt am Rad jetzt. Jetzt überspannt mein Gegner echt den Bogen. Aber wie gesagt, wenn es so weitergeht, hat Melotik echt bald nur noch Verzweifler. Ich sollte vielleicht echt Melotik... Oh, jetzt machst du schon wieder Brüller. Gefallen jetzt nur meine Pokémon nicht, oder wie? So, du machst Donner auf Gyarados. Deinen Zug wird jetzt dafür nutzen, das zu heilen. Das gibt's doch echt nicht. So, Heilpuder. So, ist wieder aufgetaucht. Und ich hoffe, jetzt triffst du mit Donner, Yuki. Bitte. Danke. So, Gyarados ist down. Okay. Da kommt Amaldo. Eine schöne Eisstrahlattacke. Und Yuki ist down. Aber egal. Wir haben jetzt erstmal gute Gegner. Dagegen können wir erstmal bestehen. So, mit deinem Zug, Cloud, werde ich einen wiederbeleben. Mit Vitalkraut. Ich hole Shadow als erstes zurück. So, und du machst Surfer. Gut, so, ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen leiser. Ja. Bist du wieder da? Ja. Und Melotik fuckt mich immer noch ab. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab die ganze Zeit zugeguckt, nach wie vor. Naja. Echt, okay. Weil vielleicht 10 AP oder was es noch übrig hatte, top. Nee, so. Ah, ja. Oh, Mann. Volltreffer, komm schon! Ah, ey. Immer dieses Rumgevolltreffer. Naja, egal. Ich habe ja Shadow wiederbelebt. Zwar Shadow jetzt nicht die ideale Wahl, diese Szene, aber scheiß drauf. Sieht echt gerade nicht so gut aus. Ja, ich muss gucken, dass ich jetzt Amaldo irgendwie down kriege. Dürfte ja, eigentlich nicht problematisch werden. So, hast du die ganze Zeit jetzt Finger drin. Melotik hat kaum noch Attacken. Also bei Hydro-Puppe hat es nicht mehr. Eisstrahl geht auch bald zu Neige. Feuerodem hat 20 AP, kann also 10 mal machen. Ja, und danach hat es wahrscheinlich noch irgendwas mit Genesung oder sonst was. Oh, jetzt ist erstmal Amaldo weg. Das ist mein Hauptpunkt. Ja, Amaldo kann übelst abgehen. Gut. Damit hätten wir eigentlich das große Show. Und dann kommt jetzt das Togetic auf Level 20. Das ist ja das Lustige. Da funktioniert sogar Nestball. Den kann ich auch versuchen. Aber ich habe, glaube ich, keinen gekauft. Doch, einen hattest du noch. Netz. Und da ist wieder dieses doofe Handy. Eieiei. Ich komme hier nicht zurück. Das ist schlimm. So, machen wir mal Sonne an. Und ich gucke mal, ob ich es einfach so fangen kann. Ja komm, mit Nestball wird er schon. Habe ich einen? Ne, ich habe nur ein Netz. Ah, da habe ich mich verlesen. Scheiße. Egal, wir werfen den einen Superball, den ich nur übrig habe erstmal. Ja, komm, fangen wir das Melotik. Scheiß auf Togetic. Spaß. Ich meine lieber Togetic als Melotic. Wups. So. Mal gucken. Ach, Vater. Nee. Togetic war auch schwerer zu fangen, meine ich, als Potrot. Ja, Potrot hat ja auch, haben ja auch einen Ball für gehabt. Ja. Gut, da hätten wir auch einen Ball für haben können.
Oh Mann, das Ding ist echt schon verzweifelt, dass mit Feuerrodern die ganze Zeit ankommt. Ja, Hydropumpe ist ja leer. Ich glaube, der Eisstrahl auch mittlerweile. Der Eisstrahl ist einfach nicht effektiv gegen beide Pokémon, die wir jetzt haben. Und das ist jetzt ätzend. Bitterkuss. Das ist aber Level 20 sich schon entwickelt hat. Oder vor Level 20 schon. Das Togepi, okay. Ja. Entwickelt sich ja nur durch Zuneigung. Na gut, wenn du Carbon, Protein und sowas reinstopfst, zum Level 1, dann geht's. Ja, aber das hat ja das Net. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, die EV sind auf 0. So. Jetzt aber, komm schon. Vielleicht mit einer Vitalglocke trainiert oder so. Naja, wenn das Team allein schon gewinnt, gibt es ja auch Like-Punkte. Also du musst ein Togetic gar nicht dabei sein. Also im Kampf. Du musst nur das Team gewinnen und es muss im Team sein. Achso, ich dachte, es muss im Kampf sein für Like-Punkte. Nee. Okay, dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Na, das habe ich jetzt auch erst letztens durchgelesen, wie das genau ist. Ah, okay. Ich habe das auch erst so gemacht, dass wenn ich das Carbon und so weiter gegeben habe, dann beim FV-Training sich das dann entwickelt hat. Oh ja, genau, schwäch dich an mit Kryptoangriffen. Das ist super. Also du machst so viel Schaden damit. Ja. Und ich bräuchte jetzt mal eine Heilung für Entei. Da Entei sowieso momentan gerade nicht zum Zug kommt. Das ist schrecklich gerade. Habe ich zufälligerweise eine Top-Genesung? Weil dafür knall ich auch eine Top-Genesung raus für das Mistvieh. Jo. Top-Trank. Ja, naja. Ja, ist das ja gleich. Das wäre dann das letzte Krypto-Pokémon. Jupp. Meine ich. Ich meine, da kommt nichts mehr. Danach fehlt der Duellberg. Jupp. Aber den werde ich später machen. Ich brauche erstmal eine Pause nach diesem Aufstand hier. Ja, Duellberg, bei welcher Stufe? Ich habe die Duellberg-Parts nicht geguckt, weil ich da damals schon bald eingeschlafen bin. Deswegen habe ich keine Lust mehr, das anzugucken. Ich bin. Du wärst jetzt im 9. Das heißt, 80 muss ich machen und. Ja, 90 bis 100. Boah, wow, da hast du ja gar nicht mehr so viel. Ja. Dann neigt es sich ja langsam dem Ende. Ach komm schon, Togetic. Ich kann dich nicht anschwächen. Deine Attacken sind zu stark. Glaube ich auch. Hast du dich gewundert, dass der Teil bisher nicht paralysiert wurde? Von Feuerrodern. Das hättest du nicht sagen sollen. Ich weiß es. Die Ironie macht mich immer fertig. Oh Mann. Nimmst du noch einen Volltreffer? Genau in dem Moment. Ja, das ist normal. Die Ironie ist immer dabei. So. Ja, das stimmt. Solarstrahl. Genau, mach Solarstrahl auf Togetic. Hast du echt auf Togetic gemacht? Nein. Ich muss jetzt echt noch eingeben. Du hast schon auf Milote gezielt. Ich mach das jetzt aber trotzdem, weil du mich damit verwirrt hast. Heil ich aber erstmal hier. Oh, mhm. Haben wir Para-Heiler? Ja, cool, wir haben Para-Heiler noch. Das Milotic ist langsam verzweifelt. Irgendwann sollte ich doch das Heilpuder spielen sollen. Ja, scheiß drauf. Egal, Solarstrahl, komm schon! Du hast jetzt sterb endlich, du blödes Milotic. Es wird nicht einfach sterben. Nee, das macht als weiter Feuerholen. Ich hätte doch Toxin mitnehmen sollen, mal ganz ehrlich. Ich glaube für Milotic, wenn ich das Spiel nochmal durchspielen soll. Ey, komm schon! Wenn ich Spiel spielen sollte, soll mich irgendwer dran erinnern, dass ich Toxin benutze. Für diese dämlichen Melotics. Oder mehr Normalangreifer mir reinmache. Oder einfach was gegen Wasser-Pokémon. Ja. Mehr gegen Wasser-Pokémon, sagen wir es mal so. Oder einfach bessere Wesen kriegen. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt hat Milotic auch noch relativ viele Vorteile, weil es noch weil die ganzen Elektroattacken und Pflanzenattacken noch alle über Spezialorme gehen. Hm. Das ist ja später. Milotics Nachteil, wenn die dann wirklich je nach Attacke sind. Ja. Heilpuder, ich hoffe, damit krieg ich jetzt alles weg. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Aber jetzt habe ich aus der Sehen das so gemacht. Egal. Versuchen wir nochmal Politik zu fangen. Jo. Timerball. Meine Fresse. Oh, hat sich beinahe die Übertragung aufgehoben bei mir. Egal. Und aber glaube mit dem A drücken. Ich drück das jetzt einfach mal. Juhu, es hat geklappt. Nein! Oh Mann. Der fuckt mich ab.
Ich würde dir lachen, wenn du jetzt noch verlierst. Ich cool, das war nicht die Werte sind. Ich trainiere es nicht. Oh Mann, schon wieder ein schlechtes Wesen. Ja, und den Überreif-Effekt. Tauschgenauigkeit und Kraft, das ist kacke. So. Was bei Erdbeben allerdings keinen Effekt hat. Mhm, wenn es das lernen könnte. Okay. Jetzt wird's lustig. Ich mach das jetzt ohne erstes was zu machen. Und ich belebe jetzt noch jemanden wieder. Hey, ganz ehrlich, jetzt reicht's mir. Ich werde Yuki. Woher weißt du das nur? Weil sie Banner kann und außerdem kann sie Stärke vor allen Dingen. Bodyguard! Geht die Attacken aus oder was? Ja, du hast zwei Stück mit der Zwinger drin. Na gut, das funktioniert eh nur einmal, aber trotzdem. Das hat die ganze Zeit doppelt AP. Ja, ich weiß. Also er braucht jetzt für einen Attacke 3 AP, das ist schon nicht schlecht. Aber er hat Eisstrahl noch nicht leer geballert, er hat nur einmal oder zweimal Eisstrahl gemacht. So, aber Feuerautom ist leer. Scheinbar. Mal gucken, was schneller geht. Rums. Ich glaube, du hast es down, bevor es verzweifelt einsetzt. Nein, es hat nochmal Feuer, oder? Oh. Und Entei leidet schon wieder unter Feuer, oder? Hey, komm schon. Die Paralyserate vom Feuer, oder? Ist aber echt nicht schlecht. Muss man sagen. Naja, das steht aber ganz ehrlich, wenn du Feuer, oder dir anguckst, steht das nirgendwo dabei. Ich weiß, aber ich weiß es von eigenen Erfahrungen im Spiel. Mich paralysiert diese Attacke fast immer. So, Stärke. Jetzt greif an, Yuki. Nutz den direkten Angriff. Zack. Ja, das macht doch schon gerne. Das muss ich nicht mehr verzweifeln. Und da kommt der Eisstrahl, wie angekündigt. Das hat tatsächlich... Ey! Das ist so ein Rumgelacke von dem, ey. Das gibt's nicht. Ich könnte kotzen. Kann ich verstehen. Komm her, Togetic. Let's go, Togetic. Togetic, streng dich an. So, du castest den Solarstrahl. Nur was Kryptoschlag. Ich hab mich verballert schon wieder einen Strahl in mir. Das ist doch ein Trick. Holla, da. Wir hängen wieder in der alten Kombination fest. Weil das war's, glaube ich. So. Wenn es nicht paralysiert ist. Dafür sorge ich schon. Dass da nichts passiert. Ja, das ist jetzt nochmal ein Top-Gelesung ein, aber theoretisch hat er seine verballert. Ja, es ist jetzt auch hier. Stirb, du Mistvieh. Dankeschön. Meine Güte, hat das Ding lange überlebt. Ja. Meiner Meinung nach etwas zu lange. Meine Fresse. Also, ich glaube, das Melodic stand über eine Viertelstunde. Ich will's gar nicht wissen. Oh Mann. Übertrieben. Ja, Meister der Verwandlung. Dreckige Sackratte. So. Hallo Willi. Weh, du willst jetzt kämpfen. In dem Zustand meiner Pokémon will ich nicht kämpfen. Ich suche jetzt erstmal Pokécenter auf. Oh Mann. Ich gehe jetzt erstmal zu dem hier. Mal sehen, ob er wieder jetzt mit mir reden will. Mit dir spiele ich nicht mehr. Ich hätte schon gedacht, mein Controller vibriert jetzt nochmal. Ja, ich hab's auch gedacht, so von wegen, hey, Glückwunsch, du hast alle Krypto-Pokémon gefangen. Du hast so viel Skill. So. Da hast du im Handy die Challenge schon geschafft, von wegen alle Kryptos fangen. Ja. Jetzt fehlt nur noch der Duellberg, dann hast du auch 100%. Bis auf Releasen, aber nee. Soll nicht sein. Und halt alle TMs. Willst du alle TMs noch holen? Nö, also das, was ich mir vorgenommen habe, waren nicht alle TMs. Gut. Ja, für mich zählt 100% eher so komplett Story und alle Sidequests, so TMs und Items sammeln, zählt für mich ja meistens nicht dazu. Ja, TMs wäre ja eigentlich nicht schlimm, da müsste ich alle Turniere viermal machen und dann hätte ich schon über die Hälfte. Stimmt. Tut mir leid, ich will nicht, ja.
Dann laufen wir mal mit. Lalalalalala. Gehen wir aus dem Weg. Lalalalalala. Genau, lauf mit ihm. So, ja. Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Ich glaube, ich gehe noch kurz bis zum Duellberg. Jo, du kannst ja dann da speichern. Ich glaube, dann weiß ich beim nächsten Mal, wo ich hin muss. Wow. Alles fertig bis auf den Duellberg. Und da ist auch schon fast fertig, noch 20 Ebenen. Ich bin erstmal fertig mit meinen Nerven und glaub, leg mir dann. Ich glaube, ich trainiere offscreen erstmal ein Pokémon gegen Milotic hier an. Weil ich habe jetzt das Gefühl, da oben erwartet mich noch eins. Naja, du kannst ja das Loreblatt dafür benutzen. Ja, das geht aber auch über Spezialangriff. Ja. Naja, es ist schon ein bisschen schwierig, da was zu finden, solange noch nicht alle Attacken individuell sind. Eigentlich hat das alle seine Schwächen über Spezialangriff. Ja eben, das meine ich. Naja, gut. Kannst du das später nutzen. Naja, wie auch immer. Dann würde ich sagen, spende mal die Aufnahme und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Jo, ciao.